Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Unser Güterzug ist auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Er hat jetzt gerade den Block B07 erreicht und befindet sich jetzt auf dem Weg zum Block B08, den er jetzt gleich erreichen wird. Dann geht die Fahrt weiter über unsere Paradestrecke in den nächsten Tunnel. Und der nächste Block wird dann der Block B09 sein. Von da aus es dann eigentlich zum Bahnhof weitergehen soll. Aber was wir gleich sehen werden, er wird hier in dem Block B09 stehen bleiben und die Weiterfahrt nicht weitergehen. Obwohl wir ja oben in dem Hauptbahnhof noch zwei Blöcke frei haben, bleibt unser Zug hier stehen und es ist keine Weiterfahrt möglich. Ja, ich werde jetzt gleich den Zug manuell in den Block PW2 ziehen. Das passiert jetzt. So, manuell geht die Fahrt natürlich weiter, weil manuell können wir alles machen. Dann tragen auch wir die Verantwortung dafür. Unser Zug ist jetzt auf dem Weg in den Block PW2. Er wird gleich hier aus dem Tunnel kommen. Fährt also jetzt langsam in den Block rein. Bremst dann auch ab. Und jetzt werden wir auch gleich sehen, warum Rockel im Automatikbetrieb diesen Zug nicht hat einfahren lassen. Denn wenn wir uns jetzt mal an das Ende des Zuges begeben, dann sehen wir, dass da noch Waggons im weichen Bereich stehen. Das heißt also, der Zug ist viel zu lang für diesen Block und deswegen hat auch Rockel ihn nicht dort einfahren lassen. Unser Güterzug wäre natürlich von dem Block B09 weitergefahren, wenn einer von diesen drei Zügen ausgefahren wäre. Aber es gibt vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Wir könnten ja diesen Block als Durchfahrblock nehmen. Es wäre doch schön, wenn der Zug von dem Block B09 über den Block PW2 gleich zu dem Block B10 fahren würde. Und das wollen wir heute machen. Und wie wir das machen können, das werde ich euch gleich zeigen. Viel Spaß beim Zusehen. So, bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir zuerst einmal die Frage klären, woher weiß Rockrail, dass dieser Zug zu lang für diesen Block ist? Das weiß Rockrail natürlich, weil ich diese ganzen Längen eingegeben habe. Wir können uns das mal bei dem Zug ansehen. Das ist dieser Zug 05, ihr erkennt ihn hier auch wieder. Und dieser Zug hat eine Gesamtlänge von 1104 mm. Also die Waggons alleine 886, dann kommt die Lok noch dazu und dann ergibt sich diese Gesamtlänge. Und der Block PW2, dort habe ich natürlich auch die Länge eingetragen. Wir gehen mal hier in Eigenschaften und dann sehen wir, dass dieser Block eine Länge von 750 mm hat. Und damit ist klar, dass dieser Zug da nicht reinpassen kann. Wenn wir uns jetzt den Block hier hinten B10 ansehen, dann sehen wir, dass der eine Länge von 1500 mm hat. Und da passt der Zug natürlich rein. Dann wäre es doch jetzt schön, wenn unser Zug von B09 über PW2 direkt nach B10 fahren würde. Also praktisch eine Bahnhofsdurchfahrt macht und in diesem Block dann auch nicht
anhalten muss. Und genau das wollen wir heute machen. Und wie wir das machen, das zeige ich jetzt. Und zwar benutzen wir dazu kreuzende Blöcke. Wir haben ja bereits eine Fahrstraße von B09 nach PW2 und wir haben eine Fahrstraße von PW2 nach B10. Wir müssen jetzt eine Fahrstraße erstellen von B09 nach B10, wo PW2 als kreuzender Block eingetragen ist. Und das werden wir jetzt machen. Wir gehen also hier in Fahrstraßen und suchen uns dort die Fahrstraße von B09 nach PW2. Das mache ich aus dem Grunde, weil hier schon alle Weichen eingetragen sind und wir die dann einfach nur noch erweitern müssen. Also B09 nach PW2 und die kopieren wir uns jetzt und nehmen diese Kopie und ändern diese jetzt ab. Wir nennen jetzt diese Fahrstraße B09 nach B10 minus. Das Kopie hier hinten nehmen wir weg. Und dann müssen wir hier noch ändern. B09 ist ja richtig, aber die Fahrstraße soll direkt nach B10 gehen. Und jetzt kommt das Wichtigste. Wir müssen hier als kreuzenden Block den Block PW2 eintragen. Okay. Hier steht auch kreuzende Blöcke. Es könnten noch weitere Blöcke kreuzen. Also es muss nicht nur einer sein. Wir könnten auch über ein, zwei oder drei Blöcke fahren, um in einen Block zu gelangen. Aber in diesem Falle hier reicht uns dieser eine Block. So, wir sehen ja hier, dass hier bereits alle Befehle eingetragen sind, die für die Fahrstraße bis PW2 gelten. Und wir müssen jetzt noch diese Befehle ergänzen, weil hier ja noch weitere Weichen drin sind, die wir jetzt hier mit aufnehmen müssen, um bis B10 zu gelangen. So, und dazu gehören die Weichen W02, W29, W04 und die Weiche W57. Ich habe mir das mal aufgeschrieben hier und die werden wir jetzt eingeben. Was auch noch dazu gehört, ist dieses Signal hier. Das müssen wir ja auch für die Durchfahrt auf gelb stellen, weil wir ja hier auch abzweigende Weichen haben und dann sollte da ja auch HP2 stehen. Ja, machen wir das jetzt mal. So, wir suchen uns jetzt erstmal die Weiche W02. So, da haben wir sie schon und die muss abzweigend sein, hinzufügen. Dann haben wir noch die Weiche W29. Abzweigend hinzufügen. Dann haben wir noch die Weiche W04. Die ist wieder hier oben. Abzweigend hinzufügen. Und dann haben wir noch die Weiche W57. Da ist sie. Und die muss gerade sein und hinzufügen. So, jetzt schiebe ich mal die Weichen alle nach oben. Das muss nicht unbedingt sein, aber wenn diese Fahrstraße gestellt wird, dann sollen immer erst alle Weichen gestellt werden und dann die Signale. So, jetzt brauchen wir noch das Signal von PW2, dieses hier, was wir auf Yellow stellen müssen. So, ich kenne den Namen. Das ist das ASIC PW2. Der Plusseite, die Namen habe ich alle so eingegeben, also ihr habt wahrscheinlich alles andere Namen für eure Signale. So, und das muss auf gelb gestellt werden, hinzufügen. Und dann mache ich es auch gleich so, dass es wieder auf rot gestellt wird, wenn diese Fahrstraße dann wieder frei wird, hinzufügen. So, und damit haben wir also unsere Fahrstraße beschrieben. Einmal von B09 über all diese Weichen hier. Über PW2 bis nach B10. So, damit können wir das erstmal abschließen, übernehmen und OK. So, wir haben also jetzt zwei Fahrstraßen von B09 aus. Und zwar einmal B09 nach PW2 und einmal die Fahrstraße B09 nach B10.
Jetzt wollen wir natürlich, dass kurze Züge diese Fahrstraße von B09 nach B10 nicht nutzen im Automatikbetrieb, weil die sollen ja nach PW2 fahren. Und nur Züge, die also länger sind als in diesem Block passen, die sollen also auch dann die Fahrstraße B09 nach B10 nehmen. Und das können wir jetzt so machen, indem wir in dieser Fahrstraße, die wir gerade erstellt haben, eine Berechtigung eingeben. Gehen wir also nochmal auf die Fahrstraße. So, B09 nach B10. Und gehen mal in die Berechtigungen. So, und hier haben wir einige Sachen, die wir jetzt an Berechtigung für diese Fahrstraße vergeben können. Uns interessiert hier bei uns diese minimale Zuglänge. Hier geben wir jetzt 750 mm ein. Das ist die Länge unseres Blocks PW2. Also, diese Fahrstraße kann nur ein Zug benutzen, der Minimum 750 mm Zuglänge hat. Da unser Güterzug ja, wie wir vorhin gesehen haben, über 1100 mm hat, wird er also diese Fahrstraße nutzen. Und jeder Zug, der in B09 ankommt und kürzer ist oder gleich diese 750 mm und damit also in den Block PW2 reinpasst, wird also die Fahrstraße immer nach PW2 nehmen und nie die nach B10. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen. Wir haben hier natürlich noch mehrere Berechtigungen, worüber wir regeln können, wer diese Fahrstraße benutzen darf. Wir könnten also hier nur bestimmte Loks oder Züge zulassen, die diese Fahrstraße nutzen. Wir könnten das auch über Typen machen, dass nur zum Beispiel Güterverkehr oder Güternebenbahn nur diese Fahrstraße nutzen darf. Wir könnten es auch auf Fahrpläne begrenzen, dass also diese Fahrstraße nur in Fahrplänen benutzt werden kann. Hier im Moment ja für beide, also Automatikmodus und Fahrpläne. Aber wir wollen hier ja wegen der Zuglänge das jetzt auch dabei belassen und übernehmen das. Und okay. Und können das jetzt einmal testen. Ich werde dazu den Zug jetzt mal hier in diesem Block B09 stellen. So, wir machen den Automatikmodus an. Strom brauchen wir nicht, weil ich sowieso hier offline bin von der Anlage. So, und jetzt werden wir mal diese Lok starten und dann gucken wir mal, was passiert. Lok starten. So, und dann sehen wir, er reserviert also diesen Block PW2 und den Block B10. Er fährt also jetzt durch. Er hat dieses Signal auf gelb gestellt, so wie wir es wollten, und dieses Signal auf grün. Und wir können jetzt losfahren. Ich werde also die Rückmelder jetzt von Hand auslösen. Er kommt also jetzt in unseren kreuzenden Block. Hier passiert gar nichts, ob diese Rückmelder kommen oder nicht. Aber sie werden kommen, weil der Zug da durchfährt. Und dann kommt er in den Block B10. Und dann routet er weiter und fährt in den nächsten Block. Und damit haben wir also unser Ziel erreicht. Dieser Zug fährt also durch PW2 durch. So, jetzt nochmal kurz zurück zu dieser minimalen Zuglänge, die wir ja in unserer Fahrstraße eingegeben haben, in den Berechtigungen. Wir gucken uns das nochmal kurz an. B09 nach B10 und dann haben wir hier unter Berechtigungen eben diese 750 mm eingegeben, aber unser Block PW2 ist ja genau 750 mm. Gucken wir uns das nochmal an. 750 mm, aber trotzdem, das funktioniert, weil wir haben hier in den Rockrail-Eigenschaften noch eine Einstellung, die ist also standardmäßig so drin, wenn ihr sie nicht geändert habt, und zwar eine minimale Blockzuglänge von 20 mm. Also wir haben ja im Block 750 mm eingegeben und diese 20 werden noch abgezogen. Somit passt nur ein Zug, der nicht länger als 730 mm überhaupt in diesen Block rein. Und deswegen konnten wir auch in unserer Fahrstraße als Berechtigung eben die 750 mm nehmen. So, damit wären wir fast fertig.
ich werde mal jetzt den Zug hier, den Automodus zurücknehmen und wir stellen uns den Zug nochmal in den Block B09, weil jetzt möchten wir noch etwas machen. Muss ich von hier ziehen, so, B09. Und zwar, ich werde jetzt nochmal diesen Zug starten. So, und jetzt sehen wir, dass er reserviert hat, aber was uns fehlt, das ist die Ausleuchtung unserer neu erstellten Fahrstraße. Und das wollen wir jetzt noch machen. Und da gibt es eine Möglichkeit, wir müssten eigentlich, ich mache jetzt nochmal hier den Automodus zurück. Wir müssen also jetzt in jedes Gleisstück, was hier durchfahren wird, na, Automodus raus, Eigenschaften, da müssen wir jetzt hier hinten dahinter schreiben, zwar unsere Fahrstraße B09 nach B10, damit diese ausgeleuchtet wird. Das ist natürlich eine Menge Arbeit, wenn wir das hier für jedes Gleisstück, für jedes Symbol, was hier drin ist, machen wollen. Und da gibt es eine Möglichkeit, um das relativ einfach zu machen und die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Wir machen das jetzt wieder so, wir reservieren diese Fahrstraße. Starten. So, diese Fahrstraße ist jetzt reserviert. So, wir nehmen jetzt den Automatikmodus raus. Die Fahrstraße ist ja weiterhin reserviert. So, dann gehen wir hier in Fahrstraßen und kopieren uns erstmal die Kennung, also den Namen dieser Fahrstraße B09 nach B10. So, Rechtsklick, kopieren, fertig. So, jetzt machen wir den nächsten Schritt. Wir gehen jetzt in den Gleisplan bearbeiten und jetzt gehen wir hier auf alle Gleissymbole, die jetzt zu dieser Fahrstraße gehören. Und ich drücke jetzt die Shift-Taste und halte sie gedrückt. Und jetzt gehe ich mit der Maus auf jedes Gleissymbol und drücke die linke Taste. Und ihr seht, sie wird ausgeleuchtet. Immer schön die linke Maustaste drücken und die Shift-Taste besetzt halten. So, hier oben, das ist der Connector, gelb. Gelb hier oben geht es weiter. Und ich kann jetzt wunderschön diese Fahrstraße kopieren. So, wir fahren hier rum. Das gehört dazu. Das Schöne ist, weil wir jetzt in diesem Modus sind, wir sehen sofort, ob er das angenommen hat oder nicht. Weil wenn das nicht jetzt gelb wird, dann müssen wir nur nochmal da drauf klicken. Rückgängig können wir das leider nicht machen. Na, das hat er auch nicht genommen. So, jetzt ist es gelb. Rückgängig können wir das nicht machen. Also wenn wir uns hier verklicken, dann müssen wir dieses Symbol uns aufrufen in den Eigenschaften und dann diesen Eintrag wieder rausnehmen. So, jetzt haben wir gleich die gesamte Fahrstraße markiert. Na, das ging auch wieder. Da, na, hat er auch nicht genommen. Und immer schön weiter. So, und jetzt sind wir gleich am Ende. Hat er auch nicht genommen. So, und weiter. Und das letzte Symbol. So, und jetzt kann ich die Shift-Taste wieder loslassen, denn wir sind fertig. Wir sehen wunderbar, unsere Fahrstraße ist ausgeleuchtet. Ja, und das war's schon. Jetzt können wir wieder das schließen hier. Ich nehme jetzt nochmal den Automatus zurück. Und jetzt ist das Schöne. Wir starten diese Lok. Na, Automatikmodus natürlich rein. Vergesse ich auch immer wieder. So, und wir starten. Und wir sehen, unsere Fahrstraße ist ausgeleuchtet. Das ist eine wunderschöne Sache, weil alles andere wäre ziemlich aufwendig, um diese Beleuchtung da, also diese Ausleuchtung dieser einzelnen Symbole da mit reinzunehmen. Können uns das jetzt auch mal angucken. Ich gehe mal hier einfach auf so ein Symbol. Na, Automatikmodus. Eigenschaften. Und dann sehen wir hier, da seht ihr, dass hier eine Fahrstraße, die war schon drin. Und das ist ja unsere B09 nach B10,
die er jetzt hier mit eingetragen hat. So, ja, und damit sind wir am Ende von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.